Da es ja aktuell ein bisschen ruhiger geworden ist um New World und die Entwickler sich ein bisschen arg viel Zeit lassen mit den Entwicklungstagebüchern und mit neuen Infos für uns, habe ich jetzt nochmal alle Fakten zu New World aufgetrieben und in diesem Video zusammengefasst. Freunde, wenn euch das Video gefällt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, werdet Abonnent auf meinem YouTube-Kanal bzw. Follower auf Twitch. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt von den Entwicklern, werdet euch natürlich immer auf dem Laufenden halten. Also bis dahin, wir sehen uns, viel Spaß. Der erste Punkt, um den es hier geht, ist natürlich die Location. Die Insel, auf der New World spielt, heißt Aeternum und sie liegt mitten im Pazifik. Das Ganze spielt im 17. Jahrhundert und es handelt sich hierbei um ein amerikanisch bzw. britisches Szenario. Auf der Insel finden wir die sehr seltene und einzigartige Ressource Azoth. Diese Ressource schafft es, Menschen und Tiere unsterblich zu machen, wurde aber natürlich auch mit der Zeit für das Böse missbraucht. Zur Story selbst können wir sagen, wir starten mit einem kleinen Tutorial, in dem wir selber als Gestrandeter auf die Insel kommen, müssen uns dann kurz durch ein Anfangsquest durcharbeiten, lernen da alles, was man braucht, um zu überleben und sind dann aber auch recht schnell auf uns alleine gestellt, um eben Verbündete zu finden, in die Fraktion zu kommen oder eben Kompanien zu gründen. Zu den Fraktionen kann man sagen, ab Level 10 ist es möglich, sich einer anzuschließen. Es gibt dort die Governance, also das Bündnis, das Syndicate und die Marodeure. Das Bündnis ist mit den sogenannten Kreuzrittern vergleichbar. Sie zeichnen sich aus durch sehr, sehr starke Rüstungen und kämpfen meist direkt an der Front. Beim Syndikat sind dann mehr die Magier angesiedelt, die sich mehr um die Tränke kümmern oder als Heiler fungieren. Und bei den Marodeuren, das ist vergleichbar mit Piraten, die sich komplett frei bewegen wollen und sich auf sehr hohen Schaden konzentrieren. Selber kann man dann auch eine Kompanie gründen, also einen Clan sozusagen. Sinnvoll ist es natürlich, wenn man der gleichen Fraktion angehört, weil man dann zusammen für die Städte und für die Quests ja, eben die Aufgaben erledigen kann. Der nächste Punkt, der uns schon bekannt ist, ist das Housing und die Siedlung. Man kann generell in jeder Siedlung spielen und auch Aufgaben für die Siedlung machen. Noch mehr Vorteile bringt es natürlich, wenn die Siedlung der gleichen Fraktion angehört. Ebenso kann man dann auch ab Level 20 ein Haus dort kaufen. In diesem Haus kann man sich natürlich zurückziehen. Man kann aber auch dieses Haus als Schnellreiseziel benutzen. Oder durch die Einrichtung, die man dort kaufen kann, kann man sich auch passive Buffs bzw. passive Verbesserungen aneignen. Die Skillung selber in New World ist aufgeteilt in die Waffenskills und eben in die Sammel- bzw. Herstellungsskills. Um sich eben in den Waffenskills weiterzuentwickeln, kann man, da es ja keine festen Klassen gibt, einfach jede Waffe in die Hand nehmen, mit ihr losspielen und dort eben in diesem Waffenskillbaum die Waffe skillen und eben verbessern. Gleiches geschieht auch bei den Herstellungen oder beim Sammeln. Das Sammeln selber ist sehr klassisch gehalten. Wir müssen für sämtliche Gegenstände, die es gibt, wie zum Beispiel Waffen oder Rüstung, aber auch für Nahrung verschiedene Zutaten oder Gegenstände finden, aber natürlich auch die Bäume fällen, Steine klopfen und eben auch Leder herstellen. Bei den PvE-Gegnern sind aktuell 3 Bewohner der Insel bekannt. Das sind zum einen die The Lost, also die Verlorenen, Untote sozusagen, beziehungsweise Seelenlose. Die zweite Fraktion sind die Angry Earth, das ist sozusagen die Rache der Insel, beziehungsweise die Beschützer der Insel, die übersetzt zornige Erde bedeutet. Die dritte Fraktion sind die Ancients, das sind übersetzt die Uralten, über die wir leider noch nicht ganz so viel wissen. In New World gibt es die Möglichkeit, rein PvE zu spielen oder eben auch, wenn man das möchte, auf PvP zu gehen und eben in 1:1 oder in kleineren Gruppen wie 5 gegen 5 oder auch in großen Schlachten teilzunehmen, wenn es 50 gegen 50 geht. Zudem kann man auch Gebiete und Siedlungen wieder zurückerobern, wenn man sie verloren hat, um eben sein Volk zu vergrößern. Oder man nimmt an dem größten Szenario teil, was es in dem PvP gibt. Das sind die sogenannten Kriege. Dort treten auch 50 gegen 50 an. Und das Ziel dieses Krieges ist, das gegnerische Fort einzunehmen, um dort eben auch die Gegner zu schwächen und dort das Land und das Fort eben einzunehmen. Der vierte größte PvE-Gegner sind zudem noch die Corrupted, welche sich in der Form der Brechen der Verderbnis auf der ganzen Insel aufzeigen. Diese Brechen der Verderbnis gibt es ebenfalls in verschiedenen Ausführungen und Formen.
Da gibt es zum Beispiel Monolithen, es gibt Portale, die verdorben sind, befallene Haien, aber auch ein großer Bau der Fäulnis. Diese Brechen der Verderbnis sind somit die größten PvE-Gegner, die es bei New World gibt. Und wenn man sie eben nicht bekämpft, werden sie größer und stärker und schaffen es auch, ganze Landteile einzunehmen und eben zu verderben. Zurückschlagen kann man sie nur, wenn man im Teamwork arbeitet, da man zum Beispiel auch einen Stab braucht, um gewisse Portale zu schließen, aber auch die fähigen Krieger, die eben die Gegner zurückschlagen oder die Bosse besiegen. Okay Freunde, ich habe euch jetzt mal die ganzen bekannten Fakten, die es gibt, zum Spiel zusammengefasst. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und schreibt auch gerne noch eure Fragen in die Kommentare. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder eben im nächsten Stream. Würde mich freuen. Haut rein und viel Spaß. Ciao.